dann sagt mal alle Hallo YouTube, denn ab jetzt läuft auch meine YouTube-Aufnahme, damit die Leute auf YouTube das ganze Ding ja nachgucken können. Denn jeder sollte dieses Spiel erlebt haben, um einfach zu sehen, was hier abgeht. Los geht's, Junge. Wir spielen Pokémon Purpur. Ich habe bereits Pokémon Karmesin durchgespielt, weil ich mir dachte, Purpur möchte ich mir eigentlich für den Stream / für YouTube aufbewahren. Und ich mochte das Spiel eigentlich, aber sagen wir, es hat ein paar technische Probleme und die werden auch noch während der Aufnahme relativ offensichtlich werden. Und nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass wir hier uns zusammengefunden haben, um diese wahnsinnig spektakuläre Situation einmal persönlich zu erleben. Und ich habe übrigens für den Chat eine richtig witzige Funktion, und zwar, wenn ihr 50.000 Kanalpunkte habt und die ausgebt, dann könnt ihr entscheiden, dass ich eins meiner Pokémon freilasse. Es kann ein High-Level-Pokémon sein, es kann mein Starter sein, es kann jedes Pokémon sein. Ihr müsst einfach nur die Dinger ausgeben und sagen, Chris, du musst jetzt dein Pokémon freilassen, und dann muss ich das freilassen. Dann haben wir Pech gehabt, so. Und ich denke, das kann zu relativ witzigen Situationen führen. Und ich möchte natürlich nicht, dass jetzt Leute spammen ohne Ende und einfach alle meine Pokémon konstant freilassen. Daher 50.000, let's fucking go. Und dann würde ich sagen, ohne weiter Worte zu verlieren, starten wir mit einem neuen Spiel. Ich muss kurz mal meinen Ton hier leiser machen, weil der ein bisschen wacko, schmecko, lauti ist. Und das ist halt nicht so cool. Okay, ich habe in meinem Base-Game als Mädchen gespielt und ich glaube, ich möchte das weitermachen, weil die eigentlich ganz cute ist und ich fühle meine feminine Seite einfach viel zu doll. Von daher machen wir das wieder. Ich weiß nicht, als kleiner Junge zu spielen, finde ich irgendwie scary. Mein Name ist Chris, für alle, die das verpasst haben. So, und dann können wir noch die Frisur ändern. Oh, sick. Das ist cool. Das wusste ich nicht. Dann bin ich doch sehr hierfür zu haben. Die ist voll schön. Ist das nicht die... Das ist die Frisur von der einen Tante aus X und Y, oder? Finde ich super. Bin ich dabei. Als kleines Mädchen, das ist weit genug removed von mir, dass ich mich da einigermaßen wieder reinversetzen kann. Bei kleiner Junge bin ich so, da bin ich leider schon so circa 25 Jahre von entfernt. Das finde ich komisch, aber das ist halt so weit weg von mir. Das finde ich wieder okay. Auf jeden Fall, los geht's. Chris ist unser kleines bärtiges Mädchen. Endlich haben es Leute erfasst. Lupatus, danke für 12 Monate Treue und Bunny für 7 Monate Treue. Wenn Speichergang auf dem Bildschirm erscheint, wird dein Spielfortschritt automatisch gespeichert. Holy shit. Was für Innovationen dieses Spiel uns bereits präsentiert. Yo, es ist die Traumakademie. Das ist funny, weil in Pokémon Purpur, nein, wie heißt es? Ich hab vergessen, wie es... Ich vergesse jedes Mal, wie es heißt. Karmesin, es ist die Orangenakademie. Alleine das flasht mich bereits. Nightbeard, danke für den Sub. Und ich soll ein bisschen Wasser trinken. Daher Prost. Die Paldea-Region erfreut sich üppiger Natur und malerischer Landschaften. Und nicht nur das. Sie ist außerdem die Heimat vieler wundersamer Wesen, die man Pokémon nennt. Er ist so cute! Er ist mein Best Boy einfach! Man kann sie wahrscheinlich überall antreffen, im Wasser, hoch in der Luft, sogar in Städten. Wir Menschen leben mit ihnen in Harmonie, geprägt von gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Hier in der Traumakademie streben wir danach, Pokémon noch besser zu verstehen. Dafür kommen wir mit Menschen aus allen Regionen zusammen, um gemeinsam zu lernen. Und als Trainer wachsen wir Seite an Seite mit unseren Pokémon, indem wir Kämpfe austragen.
Der umfangreiche Lehrplan unserer Akademie hilft Schülern dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Bei uns wirst du nicht nur Freunde und Pokémon, sondern auch dein wahres Ich kennenlernen. Wir alle hier freuen uns darauf, dich bald an der Traumakademie begrüßen zu dürfen. Ich bin so gespannt. Dies ist übrigens keine reelle Repräsentation des eigentlichen Gameplays. Also erwartet nicht, dass das Spiel so läuft. Wir müssen übrigens auch die fucking Flamingos fangen. Holy shit, ich brauche den kleinen Dude und ich brauche einen Flamingo. Ansonsten wird das hier nicht so. Ansonsten bin ich raus. Der Day One Patch ist schon seit ein paar Tagen draußen. Der fixt nichts, keine Sorge. Game Freak behält es weiterhin bei, die Spiele so laufen zu lassen, wie sie sind. Ich bin so hübsch. Also mein Charakter ist so hübsch. Ja, meine Switch hier hinten stehen. Ich glaube, die passt sich sogar der Switch an, die man selber besitzt. Also wenn ihr eine normale habt und da sind halt blaue und rote Joy-Cons dran, dann hat die hier auch blaue und rote Joy-Cons. Aber da ich eine OLED-Switch mit weißen Stuff habe, ist es halt eine weiße OLED-Switch. Nettes Detail. Hat schon Game of the Year-Potenzial. Raff. Das Spiel wird von 120.000 Leuten gerade auf Twitch geschaut. Das ist halt... Es gibt Streamer, die haben einfach 2500 Viewer zurzeit mit dem Spiel. Von daher, ich glaube, es ist okay. Offiziell ist es in Japan schon draußen. Und da ich in Japan lebe, zufälligerweise, und fließend Japanisch spreche und in Japan aufgewachsen bin und eine japanische Switch mit japanischem eShop-Account habe, ist alles cool. Los geht's. Guten Morgen, Chris. Und holy shit, Milf Jesus, los geht's. Ja, meine Mom ist so hübsch. Oh, du trägst ja schon deine Uniform. Nun, heute ist schließlich dein erster Tag an der Akademie. Ich freue mich so sehr für dich, mein Schatz. Aber leider musst du dich noch ein wenig gedulden, bevor es losgeht. Ich weiß, du bist ein junges Kind, das sehr gerne zur Schule geht, so wie es sich gehört. Aber ein bisschen musst du noch warten. Die Akademie hat sich eben bei mir gemeldet und gemeint, dass du noch daheim warten sollst. Offenbar ist etwas sehr Wichtiges noch nicht angekommen, das du zum Einschreiben brauchst. Oh, siehe da, das sehr Wichtige ist angekommen. Perfektes Timing. Schau doch mal nach, wer da an der Tür ist. Es ist Dio. Wo ist die Tür eigentlich? Ah, hier. Nee, doch. Ah, sehr gut. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Oh, du müsstest dann Chris sein, richtig? Ich bitte vielmals um Verzeihung, dass sich deine Einschreibung so verzögert hat. Oh, aber ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Clavel, oder Clavel? Clavel? Ist ja eigentlich in Spanien, ne? Wie wird denn das dann ausgesprochen? Weiß ich nicht. Ich bin der Direktor der Traumakademie. Na sowas, das ist ja der Direktor höchstpersönlich! Nun, immerhin bin ich für die Unzulänglichkeiten der Akademie verantwortlich. Und hier sind die Unterlagen, die ihre Tochter für die Einschreibung benötigt. Ja, ich fand das halt so cool, dass der Direktor einfach persönlich vorbeikommt, um alle nötigen Daten vorbeizubringen. Und ich stelle mir einfach vor,
dass er das bei jedem Schüler getan hat. Er ist einfach zu jedem persönlich nach Hause gefahren und hat einfach die nötigen Dinger zum Einschreiben mit reingebracht. Oh, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten, wo Sie sich den ganzen Weg hierher auf sich genommen haben? Nein, nein, machen Sie sich keine Umstände. Chris, ich habe noch etwas mit dem Direktor zu besprechen. Wir haben noch erwachsenere Dinge zu diskutieren. Bereite doch, dich doch so lange in deinem Zimmer für die Akademie vor. Vergiss dein Beutel und deinen Hut nicht. Senior Direktor, wenn Sie bitte vielleicht Platz nehmen wollen. Oder darf ich vielleicht Platz auf Ihnen nehmen? Ach gut, dann nehme ich diese Einladung doch dankend an. Okay, während die beiden mit sich selbst beschäftigt sind, gehe ich in mein Zimmer, welches übrigens keine Wände hat. Ich kann halt literally alles sehen und hören, was die im Wohnzimmer machen. Möchte ich nur mal so anmerken. Let's go. Zeit für einen Hut und für einen Rucksack. Hauptmenü öffnen, speichern, Basistasche, cool. Ja, du kannst die Kamera bedingt drehen, also so ein bisschen, keine Ahnung, im 30-Grad-Winkel oder so. Also du kannst sie nicht wirklich, du kannst da nicht wirklich viel mitmachen, aber ein bisschen kannst du sie bewegen. Ist schon witzig, ist schon witzig. Was macht eigentlich der Fernseher? Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Paldea, deine Städte. In dieser Folge reden wir über Mesalona City, die Stadt, in der das akademische Herz der Region schlägt. Huch, Zeit aufzubrechen. Das sage ich mir auch immer, wenn ich Fernsehen geschaut habe als Kind. Ach, es ist Schule. Ich muss mich ja auf den Weg machen, nicht, dass ich noch zu spät komme und wichtigen Unterricht verpasse. Apropos Staffelkissen, holy shit, ich will so ein... Es gibt auch diese riesig fetten Relaxo-Kissen, die auch irgendwie so gigantisch sind. Wo du einfach drin leben kannst, weil die so groß sind. So eins will ich haben. Okay, ich hoffe, die beiden sind fertig. Oh, wunderbar. Du schaust gut aus, mein Schatz. Perfekt vorbereitet für deinen ersten Tag. Vorzüglich. So sieht eine Musterschülerin unserer Akademie aus. Okay, ich muss nur kurz gucken, das, gleich kommt ein Paket an. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, man ist sich nicht sicher. DHL würfelt noch, ob sie gleich vorbeikommen. Ja, weiter geht's. Ach, was ist heute nur los mit mir? Ich bin ganz durch den Wind. Ich habe vergessen, dir das Wichtigste zu übergeben. Hier im Haus wäre es vielleicht etwas unpassend. Würdest du mir bitte nach draußen folgen? Ich frage mich, was der Direktor meint. Er ist so mysteriös. Ich frage mich, was es sein könnte. Komm, lass uns auch schnell nach draußen gehen und herausfinden, was der Direktor dir zeigen möchte. Los geht's. Ich würde sagen, wartet noch. Schau noch so eine halbe Stunde zu. Dann habt ihr einen Eindruck, was euch hier erwartet. Bunny und Nightbear, danke für eure Subs, by the way. Das sieht noch ganz nett aus, so. Ich finde, das sieht noch ganz okay aus. Ich finde, das sieht noch ganz okay aus, so. Das kann man sich angucken und sich denken, sieht ganz okay aus. Wohlan, liebe Pokémon, euer Moment ist gekommen. Es ist Tradition, neuen Schülern der Akademie ein Pokémon zu überreichen. Du kannst selbst entscheiden, welches dieser drei Pokémon dir als Partner zur Seite stehen soll. Das hier ist Filori, das Flora-Katzen-Pokémon. Das hier ist Krokel, das Feuer-Kroko-Pokémon. Und zu guter Letzt hätten wir Quax, das Jungenten-Pokémon. Ich habe ca. 30 Stunden gebraucht, aber ich bin noch relativ schnell durchs Spiel gelaufen. Ich habe nicht wirklich viel gemacht, von daher, wer tatsächlich mit der Welt auch ein bisschen mehr interagiert, der kriegt wahrscheinlich auch so 40, 50 Stunden raus. Sie sind alle sehr anhänglich. Meist wollen sie gar nicht von meiner Seite weichen. Nanu?
Oh, sie scheinen dich sehr interessant zu finden. Dann bin ich wohl abgeschrieben. Dann darfst du wohl alle drei nehmen. Ich wäre ja gern dabei, während du dein Pokémon wählst, aber ich muss mich so langsam zum nächsten Hausbesuch aufmachen. Er besucht echt jeden Einzelnen. Du findest mich in dem Haus dort drüben. In der anderen White Middle Class Area Villa. Da wohne ich. Lass dir ruhig Zeit, genügend über deine Wahl nachzudenken und gib mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Nun denn, ich empfehle mich. Der Direktor ist so unglaublich höflich und aufmerksam. Findest du nicht auch? Diese drei Pokémon sind wirklich herzallerliebst. Ach, wie soll man sich da nur für eines entscheiden? Wie wäre es, wenn du sie auf einen kleinen Spaziergang mitnimmst und schaust, wie es so läuft? So lernst du die drei vielleicht besser kennen. Ach, und bevor du losziehst, habe ich noch ein Geschenk für dich zur Feier deiner Aufnahme an der Akademie. Nichts! Ein Haufen Luft. Nein, es ist ein Smart-Rotom. Das ist ein niegelnagelneues Smartphone. Ich lese dir mal aus der Bedienungsanleitung vor. Wenn du nicht weißt, wo es lang geht, drücke den Y-Knopf. Wow, damit kannst du die Karte aufrufen. Wie praktisch. Pass gut auf dein Handy auf. Das ist halt die ganze Bedienungsanleitung. So, kaufst dir ein Handy. Das steht einfach nur zum Starten, drücke den Knopf. Das war's so. Aber jetzt los mit dir. Viel Spaß. Tü-tü. So, und schon sind wir im Spiel. Ich finde immer noch, das sieht ganz nett aus, so. Ich finde immer noch, das sieht halt ganz cute aus. Das ist halt, ich finde die Area hier ist ganz hübsch. Wenn wir jetzt hier 30 Stunden stehen würden und uns das einfach anschauen, hätte ich einen ziemlich guten Eindruck vom Spiel. Aber da das nicht der Fall ist, sondern wir hier runtergehen sollen, ganz langsam. Das ist halt, läuft schon gut, Alter. Wir lassen ihn da. Wenn ich genug Intelligenz besitze, um einen Zaun herumzulaufen, der hat es nicht verdient mitzukommen. Ich finde, wir sind hart, aber fair. Oh, und wir können laufen. So, wir haben gelernt, unsere Beine zu benutzen. Was auf jeden Fall schon mal sehr praktisch ist. Die Macht der Wissenschaft. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Mithilfe der Kommunikationsfunktion kann man wohl mit bis zu drei Freunden gemeinsam spielen. Ach stimmt, das kann man ja auch machen, ne? Ganz vergessen. Voll cool, muss ich mal machen. Okay, ich habe mich entschieden. Ich weiß, wen ich nehme. Let's go. Mega gut. Ah, oh, sie ist so chill. Ich liebe sie. Oh, er freut sich voll über die Orange. Oh no. Er ist so dumm. Ich liebe ihn. Ich liebe meinen kleinen Stupid Boy. Und es ist einfach Suzume aus diesem einen Shinkai-Anime. Ja, einfach die verkohlte Orange mit sich rumträgt. Er ist der Beste! Hallihallo, wir kennen uns noch nicht, oder? Du bist ja früher hergekommen, als ich gedacht hatte. Was soll ich so lange machen? Ist doch nicht so. Senior Direktor, sagen Sie, ist das vielleicht... Darf ich dir deine neue Mitschülerin Chris vorstellen? Hab ich's mir doch gedacht. Du bist in das Haus dort drüben eingezogen, stimmt's? Ich war schon total gespannt darauf, dich endlich kennenzulernen. Oh, ich heiße übrigens Nemila. Die meiste Zeit wohne ich in der Akademie, aber das hier ist mein Zuhause. Also, Nachbarin, lass uns doch Freundin sein. Nee. Huch, bist du etwas nervös? Vielleicht war ich ein bisschen stürmisch, sorry. Nemila ist unsere Schulsprecherin, solltest du wissen.
Und nicht nur das, sie ist außerdem eine äußerst begabte Trainerin und hat bereits den Champ-Rang in der Hand. Nee, Mila ist so eine fucking Bitch, okay? Die ist einfach unsere Nachbarin, beste Freundin, Topmodel, regionaler Liga-Champ, Schulsprecherin, geile Bitch. Hat halt einfach alles im Leben erreicht und ist halt so fucking 12 oder so. Ich liebe Pokémon-Kämpfe über alles. Komm, lass uns direkt loslegen. Ein Kampf, hier und jetzt. Nun sei mit deiner neuesten Klassenkameradin nicht so ungestüm. Ihr werdet genügend Zeit haben, um euch näher kennenzulernen. Also, lasst es langsam angehen. Was? Wir sind in einer Klasse? Ach, voll gut. Dann können wir ja kämpfen, wann wir wollen. Nun denn, Chris. Hast du dich entschieden, welches Pokémon dein erster Partner sein soll? Ja. Und ich wähle... Ich nehme ihn. No, den wollte ich nicht. Doch, den wollte ich. Quar. Das ist das Wasser-Pokémon Quax. Es wirkt zwar eher ruhig, aber mit seinen starken Wasserstrahlen löscht es jedes Feuer im Nu. Du willst also das Wasser-Pokémon Quax, ist das richtig? Yes. Ich will die Gay Duck haben. Los geht's. Inu, danke für 26 Monate Treue. Yeah. Du hast dich für Quarks entschieden. Möchtest du Quarks einen Spitznamen geben? Nein. Ist schon okay so. Im ersten Run hatte ich das Krokodil. Ich konnte einfach nicht anders als das Krokodil wählen, weil es einfach... Ich glaube, in Karmesin hat es einen Apfel und den hat es auch verbrannt und das fand ich so süß, dass ich den einfach nehmen musste. Aber die Entwicklungen von dem Krokodil sind alle hässlich. Deswegen wollte ich das nicht nehmen. Quarks scheint dich zu mögen, Chris. Es ist dein erstes Pokémon, nicht wahr? Behandle es gut. Und jedes Pokémon benötigt natürlich auch einen Pokéball. Du hast dir also Quarks ausgesucht, was? Wenn du mich fragst, passt es echt super zu dir. Ihr gebt ein klasse Team ab. Direktor Clavel, darf ich mir auch eins aussuchen? Hm? Aber du hast bei deiner Aufnahme... Hast du kein Pokémon an der... Was? Genau, habe ich nicht. Damals gab es nämlich andere Pokémon, die ich trainieren wollte. Aber jetzt, wo Chris bei Null anfängt, möchte ich gleichzeitig mit ihr ein neues Pokémon trainieren. Das klingt nach einer wundervollen Idee. Dann möchte ich sehen, wie du mit Chris einen Neuanfang startest. Spitze, vielen Dank. Wenn Chris Quarks hat, dann möchte ich das hier. Nett, dich kennenzulernen, Krokel. Die Rivalen der neuen Spiele nehmen immer den schlechteren Starter, damit du den Vorteil hast. Jetzt haben wir beide unsere Pokémon. Weißt du, was das heißt? Es ist Zeit für einen Kampf! Ich warte unten am Strand auf dich, also komm vorbei, wenn du bereit bist. Nemila ist Pokémon-Kämpfen beinahe etwas zu sehr angetan. Zu sehr zugetan. Ich empfehle dir aber, ihre Herausforderung anzunehmen. Das wird das Band zwischen dir und deinem Pokémon stärken. Ey, Krokels Entwicklungen sind nicht schön. Also die zweite ist ganz funny, aber die dritte ist halt so bad. Und, Items. Gewöhnt euch an diesen Anblick. Ihr werdet einfach mit Items zugeschissen. Aber das sehen wir auch noch. Hey, ich bin hier drüben. Okay, Girlfriend, los geht's. Hast du ein Pokémon bei dir? Bist du eine echte Pokémon-Trainerin? Und als Trainerin müssen wir unsere Pokémon kämpfen lassen, damit sie stärker werden. Los, Chris, bist du bereit für einen Kampf? Yes. Juhu, darauf habe ich gewartet. Und das Pokémon, das ich als erstes in den Kampf schicke, ist... Nemila? Denk dran, für Chris ist das alles noch neu. Sie hat noch nie einen Pokémon-Kampf ausgetragen. Ups, ich hätte beinahe mein übliches Team eingesetzt. Ich bin so eine dumme Person. Dann nutze ich das eben als Chance, um mein neuestes Pokémon zum ersten Mal kämpfen zu lassen.
Los geht's, Chris. Der Kampf ist das Ziel. Sie ist eigentlich ganz cool. So, ich mag sie eigentlich ganz gerne. Tatsächlich sind die Charaktere in diesem Spiel gar nicht so schrecklich. Also im Vergleich zu Schwert und Schild mit dem Dude, dessen Namen ich vergessen habe, sind die Rivalen in Häkchen in diesem Spiel schon wesentlich besser. Hopp, genau. Hä, will sie mich verarschen, Alter? Sie war literally mit dabei, als ich mein Pokémon ausgewählt habe. Sie hat sich dieses Grab selber gegraben und ist so, wow, du bist so krass. Wie kannst du ein Wasser-Pokémon gegen ein Feuer-Pokémon einsetzen? Das ist ja Wahnsinn. Wow, du bist echt gut. Dein erster Kampf und du gewinnst direkt. Echt starke Leistung. Du wirst ganz sicher eine erstklassige Trainerin. Lass uns gleich nochmal kämpfen. Ich will andere Strategien ausprobieren. Ich glaube, Chris und Quacks sollten sich erstmal ausruhen. Oh, das tut mir leid. Das ist die Aufregung wohl mal wieder mit mir durchgegangen. Bitte entschuldigt, Chris und Quacks. Lass uns bald wieder kämpfen. Ja, das werden wir. Auf jeden Fall. Ihr scheint euch ja schon prächtig zu verstehen, obwohl ihr euch gerade erst kennengelernt habt. Nemila, ich verlasse mich darauf, dass du auch dein Wissen als Champ mit der Mitschülerin teilen wirst. Jawohl. Ah, da habe ich auch direkt etwas, was du als Pokémon-Neuling wissen musst. Es gibt da eine App, die du unbedingt brauchst. Hast du dein Handy dabei? Dann installiere ich sie schnell für dich. Frostwolf, danke für 10 Monate Treue. Der Pokédex registriert automatisch all die Pokémon, die du fängst. Der Pokédex in diesem Spiel ist übrigens ziemlich cool. Den mag ich echt gerne. Für einen Pokémon-Trainer ist die App ein Muss. Senior Jim, einer der Lehrer in unserer Akademie, war mit für ihre Entwicklung verantwortlich. Zu meiner Zeit haben wir alles noch per Hand in unsere Notizbücher eingetragen, während wir im Winter zweimal bergaufwärts gehen mussten, um nach Hause zu kommen. Die Welt ist schon um einiges praktischer geworden. Ach, kann ich mir gar nicht vorstellen. Alles per Hand schreiben ist doch viel zu umständlich. Haha, wohl wahr. Doch auch wenn sich die Zeiten ändern mögen, der Zauber, Pokémon zu begegnen, verblasst nie. So wird auch jede einzelne von eurer... So wird auch jede einzelne eurer vielen Begegnungen euch dabei helfen, weiter zu wachsen. Es ist zwar ein großes Unterfangen, aber ich hoffe, ihr werdet euch der Vervollständigung eures Pokédex widmen. Nun denn, ich habe noch etwas mit Nemilas Familie zu besprechen. Ihren Schulverweis. Nemila, du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du Chris zur Akademie begleiten könntest. Aber klar doch, überlassen Sie das ruhig mir. Dann bedanke ich mich. Wohlan. Wollen wir zwei da mal aufbrechen? Lori! Ich habe gesehen, dass in diesem Spiel 400 Pokémon mit drin sind. Man möge mich korrigieren. Meine gegebene Zahl ist 400. Vielleicht sollte ich mich nicht nur ums Kämpfen, sondern auch mal um den Pokédex kümmern. Na, wo wir gerade beim Thema Pokédex sind. Du hast noch nie ein wildes Pokémon gefangen, oder? Ich zeig dir, wie das funktioniert, bevor wir zur Akademie gehen. Komm mal eben mit. Sekunde. Meine Tür klingelt. So. Drückst den Minusknopf und öffnet sich die Pokédex-App. Die ist so cool. Halt. Anstatt, dass das einfach nur billige Einträge sind, ist das alles so ein bisschen wie so ein Exponat angelegt. So. Und das ist halt eigentlich voll cool gemacht, muss ich sagen. Und wir haben noch nicht so viel. Aber das ist so ein bisschen wie kleine Bücher, die du aus so einem Regal auswählst. Und das sehen wir gleich noch. Aber das ist halt eigentlich echt cute gemacht, so. Die Endstufe von Filori gibt mir so ein bisschen You never see it coming.
Und eigentlich finde ich das ganz cool, aber die von der Ente finde ich, glaube ich, in einer cringigen Art und Weise cooler. Oh, Chris! Du machst dich jetzt also zusammen mit mir auf den Weg zur Akademie, ja? Machen Sie sich keine Sorgen, ich werde mich gut um Sie kümmern. Wie schön, dass du gleich eine Freundin gefunden hast, mein Schatz. Ich habe eben in der Broschüre der Akademie gelesen, was für großartige Personen dort lernen. Außerdem scheint es eine Menge nützlicher Einrichtungen zu geben, die du nach Lust und Laune nutzen kannst. Vergiss deswegen bitte nicht, zur Bibliothek zu gehen und dich auch ab und an mal im Krankenzimmer zu melden. Und wer weiß, was du noch alles in der Bibliothekabteilung finden kannst. Vielleicht solltest du auch mal im Lehrerzimmer vorbeischauen und beim Direktor Hi sagen. Es gibt so viel, was du in dieser Akademie machen kannst. Ne Mila steht jetzt auch zur Seite, also wird sie bestimmt... Das ist alles wird für dich eine tolle Erfahrung werden. Ab heute beginnt dein Leben an der Akademie. Schau zu, dass du immer regelmäßig isst, ja? Hier, etwas Geld und Verpflegung für mein großes Mädchen. Ein ganzes Sandwich. Davon muss ich jetzt einen Monat leben. Ach, und die hier nimmst du am besten auch noch mit. Für den Fall, dass sich dein kleiner Begleiter verletzt. Dann verlässt du wohl jetzt das Netz. Verlässt du wohl jetzt das Nest. Ach. Es erwarten dich spannende neue Eindrücke und Bekanntschaften am laufenden Band. Ich wünsche dir nur das Beste und viel Erfolg bei allem. Bei den Dingen, die dir Spaß machen, aber auch bei denen, die dir schwerfallen mögen. Du kannst natürlich jederzeit nach Hause kommen und dich bei Mama ausruhen. Dann macht euch mal auf den Weg und passt gut auf euch auf. Deine Mutter ist ja total lieb. Im Gegensatz zu meiner. Aber wo waren wir nochmal stehen geblieben? Ach richtig, ich wollte dir zeigen, wie man Pokémon fängt. Meine Mutter ist eine Spinne. Endlich kann ich das öffentlich sagen. Mein ganzes Leben habe ich mich dafür geschämt, aber endlich ist es draußen und ich fühle mich so frei. Das Ding ist halt, in der Start-Area ist das... Also ich finde das Spiel halt auch hier nicht hässlich so. Wenn das ganze Spiel so aussehen würde, dann wäre das halt voll okay. Da hätte ich so gar keine Probleme mit. Aber leider ist es nicht der Fall. Daher... Schwierige Situation. Schau, Chris. Hier fängt der Kuchaliko-Fahrt an. Und auf diesem Pfad geht unser Abenteuer los. Andererseits in Städten begegnet man auf den Wegen im hohen Gras nämlich wilden Pokémon. Erst durch ihn kommt es zum Kampf. Keine Sorge, du hast ja Quacks. Wenn du ein Pokémon fangen willst, brauchst du... das hier, einen Pokéball. Ich habe jede Menge davon. Hier, ich gebe dir ein paar ab. Direkt der Best Boy hier. Ah, genau zum richtigen Zeitpunkt. Übung macht den Meister. Versuch doch direkt mal, gegen dieses Pokémon zu kämpfen. Dann wollen wir mal. By the way, man kann die Kamera frei im Kampf bewegen, was halt ganz cool ist, weil natürlich ihr auf derselben Map kämpft, wo ihr das Pokémon seht. Es ist halt nicht mehr, dass ihr in eine Fantasy-Zone gewarbt werdet, sondern es ist alles auf der Map. Und das ist eigentlich ganz cool. Wie ist der auf Englisch? LeChonk, ne? Es nimmt nur erlesene Kost zu sich. Sein Körper sondert dann einen kräuterartigen Geruch ab, den Käfer-Pokémon abstoßend finden. Witzig! Ja, wir wollen ihm einen Schwitznamen geben. Und zwar... Ich glaube, der hieß so. Ich bin mir nicht mehr sicher.
So, los geht's. Ich find's leider cool, weil er Chonk im Namen hat. Und das ist halt so eine süße Animation, dass du halt so ein Buch essentiell bekommst zu den Pokémon. Wow, das war allererste Sahne. Ich hätte nicht gedacht, dass es dir direkt gelingt. Was das Fangen von Pokémon angeht, bin ich echt ungeschickt. Vielleicht kannst du ja mir ein paar Tricks beibringen. Aber nicht jeder Wurf gelingt, also solltest du immer ausreichend Pokébälle bei dir tragen. Hier hast du noch ein paar. Und dann droppt sie einfach so eine Wagenladung Pokébälle auf dich drauf. Du solltest ein Pokémon erst schwächen, bevor du einen Pokéball wirfst. Merkt ihr das, ja? Stell dich unterwegs am besten ein paar wilden Pokémon und probier das Fangen gleich mal aus. Wie wär's, wenn wir zum Leuchtturm da gehen? Von dort oben können wir die Akademie sehen. So, und schon sind wir im Spiel. Und damn, dude, was für ein Erlebnis. Es ist halt witzig, so. Wenn du das erste Mal hier rumläufst, hast du halt echt so einen Wow-Moment, weil einfach du halt keine engen Routen mehr hast, sondern du hast einfach so eine riesige Area, in der du dich frei bewegen kannst. Das ist für ein Pokémon-Game halt so strange einfach. Und dann merkst du die Performance und die ist halt so, yo, los geht's, Brudi, hau raus, holy shit. Yo, los geht's, holy shit. So, dann wollen wir mal. Ach, das wird gar nichts, das ist ja ein Dings-Pokémon. Klapsen wir ein bisschen und schauen, dass wir im Best Boy in unser Team holen. Es ist das Beste, dass du den Dude direkt am Anfang findest. Ein weiterer Grund, warum die Katze irrelevant ist, du findest einen Hopfspross direkt am Anfang für ein Pflanzen-Pokémon. Was will man mehr, frage ich euch. Was will man mehr? Ich glaube nicht, dass das Tutorial kürzer ist, aber es ist ein bisschen besser gemacht, weil du mehr Freiheit einfach hast. Also, du wirst halt immer so ein kleines Tutorial gedroppt, dann bekommst du eine relativ große, übersichtliche Area, wo du ein bisschen was machen kannst, dann kommt so ein nächstes Tutorial, dann hast du wieder eine große Area. Es ist halt besser aufgeteilt, finde ich. Daher, Ich find's doof, dass es so lang ist, aber es ist okay in der Umsetzung, von daher passt schon. Puff! Ach ja, wir können übrigens auch schleichen. Das wird bei einigen Pokémon wichtig, falls ihr die fangen möchtet, weil die einfach abhauen, wenn ihr einfach auf sie zulauft. Wir können nicht springen, aber das können wir später mit unserem Reit-Pokémon machen. So, schauen wir nochmal, was es hier noch gibt. So ein Flug-Pokémon wäre noch ganz cool eigentlich. Und wie ihr seht, habe ich nicht gelogen, als ich gemeint habe, dass ihr einfach überall Pokébälle findet. Okay, er hat ein paar Probleme anscheinend, aber okay. Das ist, weißt du, wir sollten ihn von seiner Qual erlösen. Wir müssen unseren dummen Boy hier einfangen, ansonsten stirbt er, glaube ich. Also, so komplett gedingst, würde ich sagen, die Katze hat die coolsten Entwicklungen. Aber die Ente hat halt die gaysten Entwicklungen und das finde ich leider mega funny, von daher... So, Datiri soll ich... Ich sehe gerade, nenn ihn Dimitri. Okay, ausnahmsweise. Weil ich dich voll cool finde. So. Ich finde diese Animation so gut. Das ist so satisfying, dieses Klack, wenn du ein Pokémon gefangen hast. So, geht hier noch irgendwas ab? Hier sind nur Schweinchen. Kann ich hier noch hoch?
Yes, perfekt. Ah, hier, guck mal. Wie geht's euch eigentlich so? Mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen übermüdet. Ich habe die ganze Nacht am Review gearbeitet und es ist trotzdem nicht fertig. Aber es ist eigentlich ganz praktisch, weil jetzt spiele ich halt die andere Version und kann auch hier so ein paar Eindrücke davon sammeln und habe dann so einen leichten Überblick über die ganze Geschichte. Weil tatsächlich gibt es hier so ein paar krasse Änderungen bereits, welche die beiden Versionen unterscheiden. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Hier sind ein Haufen von denen. Oh mein Gott! Let's go! Zeit für Best Boy Nummer 2. Ich hoffe, er killt mich nicht. Oh Gott. Der Tag-Nacht-Zyklus existiert. Aber ich weiß nicht, ob er große Auswirkungen hat. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Pass auf, mein Pokémon stirbt einfach. Kann ich ihn vielleicht fangen? Vielleicht klappt es. Sick. Best Boy ist Female. Okay, dann ist es halt Best Girl. Damit kann ich auch leben. Sonst hätte ich ihn halt einfach Best Boy 2 genannt. Und so habe ich zumindest einen leicht anderen Namen. Seine Pfotenballen sind orange zur elektrischen Entladung. Was? Ach, Organe, nicht orange. Ich dachte gerade so, hä? Was für eine fucking Orange? So. Seine Pfotenballen sind Organe zur elektrischen Entladung. Gelingt es ihm, auf den Hinterbeinen zu stehen, schießt es Strom aus den Vorderpfoten. Ja, das macht schon mehr Sinn als aus irgendwelchen Orangen. Okay, so. Best Boy weiblich. Ich glaube, das geht sogar. Also es ging zumindest in den alten Teilen. So, dann machen wir uns mal auf zum eigentlichen Ziel. Chris, na, hast du das Fangen von Pokémon schon drauf? Lass mal sehen, wie viele Pokémon du dir schon geschnappt hast. Oh shit. Was war das? So einen Ruf habe ich noch nie gehört. Vielleicht war es ja ein richtig starkes Pokémon. Komm, lass uns rausfinden, wo der Ruf herkam. Aber mach ja einen großen Bogen um die Höhle hier in der Nähe. Die ist nämlich gefährlich. Das heißt, gehen wir direkt rein. Und dein Smart-Rotom hat zwar eine eingebaute Sicherheitsfunktion, aber pass entlang der Klippe trotzdem besonders gut auf, ja? Hm, wir sollen auf der Klippe aufpassen und nicht in die Höhle gehen, also let's go. Oh, sie sind so süß. Es liegt am Strand, weil es eben im Intro durch die Gegend flog und dann plötzlich alle Kraft verloren hat. Und dann ist es abgestürzt und deswegen chillt es hier so ein bisschen. Das
Das seltsame Pokémon liegt völlig kraftlos am Boden. Vielleicht kannst du ihm etwas geben, was ihm wieder auf die Beine hilft. Wie wär's mit meinem Smart Rotom? Ich meine, es ist eine Maschine. Das heißt, es müsste doch normalerweise mit dem Smart Rotom ziemlich viel anfangen können, oder? Halt Computerchips und so. Haha. Los geht's. Erstmal eine Powerbank ans Pokémon anschließen. Ich muss schon ein bisschen sagen, die Szene macht tatsächlich in Karmesin irgendwie mehr Sinn, weil, weiß ich nicht. Da macht es als organisches Pokémon irgendwie mehr her, als wenn wir so ein Roboter essentiell haben. Aber beim generellen Travel finde ich leider ihn viel cooler. Okay, das macht wieder ein bisschen mehr her als in der anderen Version. Es ist die mysteriöse Höhle, in die wir nicht rein sollen. Lass uns mal reingehen. Ich mag es, wie sich der Grafikstil irgendwie komplett geändert hat, gefühlt. Chris! Hier bist du also. Ist alles okay? Geht's dir gut? Geht schon irgendwie. Puh, zum Glück. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Und das alles nur, weil ich unbedingt rausfinden wollte, wo der Ruf herkam. Ach, das bringt auch nichts. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie du da wieder rauskommst. Versuch doch mal irgendwie nach oben zu klettern. Wenn du nah genug bist, kann dich eins meiner Pokémon vielleicht wieder rausziehen. Schon okay, ich hab einen guten Dude, der mich hier beschützt. Ich hab literally ein Flugzeug, so. Ich find's voll scary, wie das Auge von dem Dude einfach mega leuchtet. Oder die Augen, er hat tatsächlich zwei und nicht nur eins. Und wie es sich gehört, immer schön den ganzen Kram hier mit looten. Nichts wird liegen gelassen, alles wird mitgenommen. Oh Junge, das mit dem Lag wird noch schlimmer. Warte nur, bis wir in die erste kleine Stadt kommen. Da geht's richtig ab, so. Da pfeift die Switch aus allen Löchern, Mann. Die Engine ist vielleicht das 2003. Du kannst weiter. Okay, los geht's.
Pass auf, Chris, da kommt irgendwas! Dung, hinter dir! Das kriegen wir ja wohl hin. Easy. Meine Gay Duck gegen Level 40 Hundemann. Meine paralysierte Gay Duck, wohlgemerkt. Hey, das wäre easy Kampf gewesen. Haben wir nicht sogar den Typenvorteil hier? Oh, es hat Angst. Oh. Das muss man aber auch dem Spiel lassen. Es hat wesentlich mehr richtig animierte Cutscenes als zum Beispiel Schwert und Schild oder Legends Arceus. Es wäre halt nur cool gewesen, wenn sie auch ein bisschen Voice Acting gehabt hätten dafür. Wenn es nur diese Szenen sind, so. Da wäre ich halt schon komplett mit happy gewesen.